Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserer Mission für den Borat, den wir zur Station schicken wollen. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir checken, dass hier alles passt und 3, 2, 1, Liftoff. Holy shit, ist das Ding wieder laut. Es beschleunigt auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Die Festtreibstoffboote hätten ein bisschen angenehmer sein können auch. Hier sinkt jetzt lustigerweise die Geschwindigkeit wieder, weil es so viel Kraft war, dass der damit überhaupt nicht zurechtkam. Wir können uns jetzt schon mal direkt in den Orbit setzen. Wow, stopp! Kacke, okay, zurücksetzen. Wir brauchen Fins. Wir brauchen Fins. Das ist zu instabil, wenn ich auf der Höhe hier rumarbeiten will. Fins. Truck Fins. Nee, solche Truck Fins brauchen nicht. Ich brauche größere Fins. Ja, sowas in dem Bereich hier. Nee, wir nehmen die hier. Die, auf die konnte ich mich immer verlassen. Und was ich hier mal einstelle, ist die Schubgrenze auf 30 oder sowas, oder 22. Das reicht vollkommen. Alles einstellen, zusammensetzen, speichern und starten. Ich spiele 16.15 Uhr. Boah, die Zeit vergeht an einem Tag, das sage ich euch. Vorhin war es erst 12 Uhr gefühlt und jetzt ist es schon 16, jetzt ist es schon 4 Stunden später. Geschafft habe ich gefühlt, nee. Naja. Let's try this again. 3, 2, 1. Lift off. Ist da viel Power drunter? Ja. Vielleicht nicht unbedingt so schnell direkt, sondern eher ein bisschen länger durchhaltend. Und jetzt drehe ich hoch. Die Booster schmeißen die Antriebe nach außen. Und jetzt sind wir gleich wieder durch die erste Stage. Das Ding fliegt so schnell. Wir haben immer noch 2400 ms pro Sekunde. Ich hätte vielleicht die Antriebe verbessern sollen, ne? Der hat nur eine Zündung. Und ich habe keine Reparatur. Klar, der Monotreibstoff braucht kein Reparaturset. Aber es wäre praktisch gewesen, vor allem auf der Station. Wenn irgendwas kaputt gegangen wäre, ich hätte es reparieren können. Aber nein. Wir brauchen halt nochmal einen Versorgungsflug irgendwie hoch, wenn die Keyfan, wenn der Keyfan meiner Meinung nach unten geht, schicken wir eine dementsprechende Rakete hoch, die die ganzen Ressourcen in das Raumschiff bringt. Wie schaut's aus? 24, 25. Wir sind noch nicht mal wirklich hoch. Ich hätte ehrlich erwartet, dass wir höher sind mittlerweile schon mit der Rakete. Aber ja, hups. Da lag ich wohl ein bisschen falsch. So. Immer noch ein bisschen flacher, vielleicht bringt sich das ja was. Ich glaube aber irgendwie weniger. Es sind noch 1400 Meter pro Sekunde drin, aber uns fehlt noch die Hälfte an Höhe. Komm schon, zieh hoch, Junge! Schaut beides nicht so wirklich prickelnd aus. Der geht jetzt immerhin höher. Also was ich cool fände, wäre, wenn beide relativ hoch kommen schon. Dann wäre so mein Traumziel erfüllt. Ich
So. Lass mal den Antrieb ganz leise mitlaufen. Ich habe den hoffentlich jetzt nicht ausgeschaltet gerade, oder? Er läuft aber noch, das ist schon mal positiv zu sehen. Das ist positiv, wenn er noch mitläuft. Dass der auf jeden Fall noch mal ein bisschen Boost gibt. Das bringt sich ja hier unten, seht ihr schon, dass wir wenigstens den Periapsis immer weiter heben können. Und wenn wir den Periapsis weiter heben können, sind wir auf einem guten Weg. Eigentlich. 200 ms pro Sekunde. Ich würde halt gern, bevor ich wieder Vollboost gebe, die restlichen paar 200 Meter pro Sekunde schön weit hoch über die Atmosphäre kommen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Wo sind wir gerade? 7, ja, wir sind... Tilto beschwert sich schon, dass wir zu langsam sind. So. Nochmal ordentlich Boost und wir sind auf jeden Fall hier. Ja. Hat besser geklappt als erhofft eigentlich sogar. Weil ich jetzt eher Sorge habe, dass wir hier die Stage zünden und danach nur einmal öffnen können. Das könnte jetzt problematisch werden. Marubai, Marubai. Wohin genau? Wohin genau? Jetzt zeigen wir mal kurz, was unsere... Ein bisschen Abstand hier zwischen generieren. Einfach, dass das da weg ist. Das Teil. Dann spulen wir mal nach oben vor. Und dann kann schon der Rest der Rakete sich zum Öffnen bereit machen. Zum Flug braucht es ja dementsprechend Mittel. So. Genau, jetzt so wollen wir das sehen. Zack, geht nach oben und dann haben wir noch genug Treibstoff, um auf jeden Fall in den Orbit zu kommen. Zack. Genial. Wieder mal. Genius. Ich würde mal gerne deinen Anzug sehen. Den schauen wir uns dann anders an, aber... Auf jeden Fall ist die... Alle Maschinen mal probieren. Schaut gut aus. Das soll erstmal die anderen joinen oben. Und dafür müssen wir jetzt... wo sind wir denn? Warte mal. Dafür haben wir sogar den richtigen Orbit. Los geht's. Schub, Junge! Schub! Der Mond steht in der perfekten Position. Wie geil ist das denn? Und das war weder skriptet noch irgendwas anderes. Warum sieht man eigentlich hier nicht irgendwie die Stations, die ich gebaut habe? Das wäre geil, wenn ich hier sehen würde, okay, da fliegt was gerade rum. Aber wahrscheinlich fliegt es einfach zu tief. It's too deep to dive. So. Zeig. Schauen wir mal, wie nah wir rankommen. So, das hört sich doch gut an. Vorspulen. Hier, vorspulen. Und schon machen wir uns auf den Weg zum Mond. Mit unserer kleinen Rakete. Kleine Rakete Richtung Mond. Aber sie würde viel, wird viel ausmachen. Das muss man lassen. Sie würde viel bewegen. Wenn es geht um Probensammlung über dem Mond.
Jetzt sieht man die ganzen Sachen. Ich habe außerdem seit dem letzten, also seit vor der letzten Folge, habe ich schon unsere Station, wie man sieht, in dem richtigen Orbit gebracht. Sie ist fast jetzt so um die 20.800 Meter und 20.700 Meter. Immer so dazwischen fliegt sie herum. Und das macht sie auch sehr, sehr brav. So, bis hier vorspulen wir bitte. Let's see this. Schauen wir, ob der Antrieb noch genug Power hat für sowas. Nope. Antrieb hat gesagt, nö, der will wieder nach Hause. Dann starten jetzt die großen 8 Monotreibstoff-Antriebe, weil die haben ordentlich Power auch unterm Haufen. Die haben nicht echt Power. Ohne Verarschung. Die ziehen zwar auch extrem viel, also sie haben nicht viel an Leistung, aber für das, was sie bringen, sind sie gut unterwegs. So. Jetzt heißt es, den passenden Orbit, den Orbit anpassen. Manöver hinzufügen. Wenn sie unter ist, dann wird sie eh als Ziel setzen. Als erstes ankommen. So. Ab 14 Sekunden Schubzeit, das sollten wir überleben. Hier vorspulen. Hier vorspulen. Komm schon. Bisschen noch warten. Jetzt langsam anpassen. So, vorsichtig. So. Passt doch. Und jetzt hat Manöver hinzufügen und den Vogel nach innen bringen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den Orbit sofort einen Punkt kriege. Das ist natürlich beschissen, aber das ist schon mal ein guter Schubbereich auf jeden Fall. 2 Sekunden Schub, das werde ich ein bisschen herausstrecken. Ah, da fliegen wir jetzt hin. Jetzt geht's zur Station docken. Und dann soll er erstmal kurz drüber bleiben und dann machen wir in der nächsten Folge die erste Landung mit dem Teil. Den ersten Testflug sozusagen. So, jetzt machen wir es auf die Old-Fashioned-Weise sozusagen. Wir geben doppelt Boost. Perfekt. Das passt schon. Jetzt müssen wir dann nämlich als nächstes Ziel
hier vorspulen. Jetzt wird leider viel im Dunkeln stattfinden, aber es ist ja tendenziell wurscht. Hauptsache es funktioniert! Ich glaube, es war so, dass wir als erstes Anti-Burn müssen und dann irgendwie anders. Aber vielleicht sehen wir ein bisschen Licht von der Station. Warte mal, da schießt sie vorbei. Was ist das denn? Ja. Okay. First Man Landing. Ach, das war schlecht im Mond, die Oberfläche, oder? Weiß es nicht. Können wir bitte auf die Sonnenseite wechseln? Hier vorspulen. Wir sind auf jeden Fall schon sehr, sehr nah beisammen und das passt ja schon so ganz gut. Zum Ziel ausrichten. Hinzu. Antiradial Birnen. Ja, sie ist aktiv. Wir kommen dem Teil auf jeden Fall ordentlich schnell näher. Der Monotreibstoff schaut auch noch gut aus. Circa die Hälfte des Tanks ist noch da. Und wir können dann ja bei der Landung nachtanken und dann oben sogar nachfüllen. Je nachdem, wie gut das alles läuft hier. Also geniale Sache. Hier Space Station, wir sind beim Anflug noch 300 Meter Entfernung. Bitte um Docking-Befehl. Nur auf 5 Meter pro Sekunde erhöhen. Weil wir nähern uns ja trotzdem relativ flott. Leise bremst der Schnee. Ganz vorsichtig einfach bremsen. Weil können wir alles nachfüllen, was irgendwie ansatzweise auch nur leer geworden ist. Tak, 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 tak. Oh, wenn es gut ist, fliegen wir sogar vorbei und direkt vor den Dockingport. Das wäre ein geniales Manöver. Au. Station is ready. Als Ziel setzen. Von hier steuern. Dann brauchen wir unsere Docking-Kamera. Wo ist denn die wieder? Da. Door Ram Alignment. Ich liebe dieses System. Außer man ist zu doof, es zu bedienen.
So, perfekt. Und dann R an. Docking Port Alignment. Ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig muss das jetzt passieren. Wir docken. Wir docken. Klick. Und auf einmal hat sich die Farbe des Lichts geändert. Was ist jetzt passiert? Blöde Frage. Ach, die Sonne. Wir haben genau in dem Moment eine Sonnenfinsternis auf dem Mond. What the fuck? Aber wir können jetzt rein theoretisch, weil wir haben hier unten ja noch einen Monotreibstoffvorrat. Haben wir nur eins, ne? Schaut auf jeden Fall so aus. Nur ein Vorrat, aber... Ich tu mal aus dem unteren das auspumpen. Dann schauen wir mal, wie viel noch insgesamt in unserem Behälter drin ist. Da schaut es aus, als ob wir einen kompletten Behälter zum Bremsen und zum Anleihen gebraucht hätten. Ja, so circa. Fast ein. Es dürfte aber uns der Umlaufbahn hat 500 MS alleine. Leck mich am Arsch. Das ist natürlich ordentlich. Aber jetzt nicht unmöglich auch wiederum so gesehen, ne? Warum ist hier echt nirgends Licht an? Light on. Hört ihr hier auch Licht an? Die ganze Abteilung soll bitte schon mal Licht anmachen hier. Lichter an. Let the night shine, würde man sagen. Aber aktuell ist es ja eher die Sonnenfinsternis, die hier auf uns zurollt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wo wir zur Landung ansetzen. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.